Ich heiße nicht nur Captain Duck, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mad Eagle Dynasty. Ja, heute wollen wir uns so ein bisschen mit der Viehzucht beschäftigen, beziehungsweise mit den Kühen. Ich baue einen Stall für die Kühe. Und dann werden wir mal gucken, dass wir ein paar Kühe uns anschaffen. Die sind ja recht teuer, aber ich denke mal, kriegen wir schon hin, irgendwie. Wir haben ja noch mehr, das wir verkaufen können. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge und damit, let's go. Das ist übrigens die große Knabberfolge. Ich muss ein bisschen was, ich hab Hunger. Ich werde ein bisschen was knabbern hier. Ich habe so, ich weiß nicht, ob ihr die kennt von Rewe. Das sind so Chips aus Käse. Aus so gebackenem Käse. Das, was an den Käsebrötchen außen drumherum so ist, das kann man bei Rewe, wahrscheinlich auch bei anderen Märkten, als so Chips kaufen. Ist sehr lecker. Sehr, aber es ist halt nur ein Snack, ne? Also, ja. Versuche abends keine Kohlenhydrate mehr zu essen und deswegen snacken wir jetzt ein bisschen Käse. Und ich habe so kleine Snack-Salamis. Das wird die große Snack-Folge. So. Ich hatte ja so ein bisschen überlegt, hier vielleicht Kühe zu machen. Das würde ich, glaube ich, fühlen, wenn wir hier Kühe machen. Da drüben auf der anderen Seite vom Fluss haben wir nicht wirklich mehr Platz. Und hier oben an der Ruine, weiß ich nicht, fühle ich auch nicht so. Ja, das stört euch bestimmt richtig hart, dass ich jetzt esse, ne? Müsst ihr durch. Also damit ist es eigentlich schon fast festgelegt, dass wir hier die Kühe hin machen. Und ich finde den Platz auch gut. Wir machen das schön groß, das Gehege. Es sollen auch viele Kühe werden. Vielleicht kommen da sogar zwei Ställe rein, wie bei den Schafen. Lasst mich mal ein bisschen... Wir machen mal ein paar Dings hier, Blueprints und so, ne? Lasst mich mal ein bisschen basteln. So habe ich mir das ungefähr vorgestellt, dass wir hier diesen Platz wirklich sehr, sehr gut nutzen können. Und hier kommen einfach die Kühe rein. Fänd ich stark. Hier vorne ein schönes, großes Gatter. Ja, doch, hier kann man so ein bisschen so reingucken. Ich habe Hunger. Mein Charakter hat Hunger. Muss was essen. Ich suche mir erstmal was zu essen. Ne? Brennholz wird auch wieder verlangt. Das heißt, wir machen nur einen Schwung Brennholz. So. Jetzt gucken wir mal, wo ist denn der Stall für die Viecher? Kuhstall. Alter, ist ja riesig, ne? Riesiges Gerät. Ist das halbwegs parallel? Ja, sieht gut aus. Wir brauchen echt viele Holzstämme dafür. Aber wir haben wieder 500. Also das geht schon. Und wir haben die Mine freigeschaltet. Sehr gut. Das wollte ich eigentlich damit auch erreichen. Dass wir Bautechnik leveln durch das Bauen. Und dann zwangsläufig die Mine freischalten. Top. Sehr gut. Funktioniert alles nach Plan. Meine Freunde, alles nach Plan. Können wir vielleicht die nächste Folge damit verbringen, die Mine zu bauen und die so ein bisschen, den Eingangsbereich so ein bisschen zu dekorieren? Ist schon wieder so ein Stockkonstrukt hier, das wir dauernd pflegen müssen. Vor allem, guck mal, wie viele Wände und so, ne? Das wird uns ewig beschäftigen. Wenn die eine Wand wieder repariert ist, ist die andere Wand wieder kaputt, ey. Dafür sind es nur vier Dächer, also vier Dächerelemente. Wir sind groß, aber es sind nur vier. Okay, jetzt nur noch Stöcker und Stroh. Für den Stall. Und dann sind wir fertig schon. So. Fertig, den Kuhstall. Nice. Schönes, großes Gehege. Das größte Gehege, was ich bis jetzt gebaut habe. Aber sollen auch viele Kühe rein. Ich kann auch schnell versuchen, in Ostoja mein Mehl zu verkaufen. Ne, nicht in Ostoja, sondern in, ihr wisst wo. In Fußdorf. Da können wir auch gleich die Quest abgeben. Und ich habe noch 2000 Mehl. Das kann ich da noch verkaufen.
Müssen wir uns jetzt nur ranhalten. Die Sonne geht schon unter. Also Feierabend ist schon. Deswegen auf zum Fischerdorf. So. Lass mal meinen Gaul hier stehen. Gehen Sie bitte zur Seite. Danke. Hallo, danke schön. Hallo. So, du möchtest doch bestimmt mein Mehl kaufen. Biggie. Best goods in. See you soon. Ich verkaufe erstmal, bevor ich mit der Quest jetzt weitermache, weil ich vermute, dass es einen Punkt gibt, an dem ich halt einfach nicht mehr mit den Händlern sprechen kann, weil die halt im Feierabend sind. Die hat schön viel Kohle gehabt. Und das ist die, die Feldfrüchte verkauft. Alter, ich krieg meinen Mehl nicht alle. Also, wir haben jetzt fast wieder 10.000 Münzen. Ich hab leider meinen Mehl nicht alle bekommen. Ich hab noch ein bisschen was. Aber ist auch gut so. Können wir halt noch verkaufen, ne? Ey, die Leute hier auf den Stegen gehen mir richtig hart auf die Eier. Die laufen immer in meinen Weg. Das kann nicht sein. So, mit dir soll ich sprechen. Der Zeremonienmeister hat mir verraten, dass du noch immer zögerst zu wählen. Ah, richtig. Das hätte ich fast vergessen. Das wird das erste Mal sein, dass ich abstimme. Aber ich bin gerade wirklich beschäftigt. Es gibt wichtige Aufgaben. Nein, es gibt nichts Wichtigeres als zu wählen. Die nicht warten können. Ah, du hast mich abgelenkt. Was wollte ich gerade machen? Das ganze Dorf wartet auf die Ergebnisse. Die Hausarbeit kann warten. Nein, Steine können warten. Was soll diese ganze Aufregung überhaupt? Wenn dir die Wahl so wichtig ist, hilf mir mit meinen Vorbereitungen. Nein! Nein! Ich meine Aufgaben, Hausarbeit. Alles muss vor der Zeremonie erledigt werden. Was ist so wichtig? Die Einzelheiten gehen dich nichts an. Hä? Willst du mich verarschen oder was? Du musst nur wissen, dass ich viel zu tun habe, bevor die Feier losgehen kann. Hier, bring dieses Kleid zur Näherin. Währenddessen kümmere ich mich um meine Haare. Die sind in einem furchtbaren Zustand. Ah gut, ich werde es dir bringen. Digga, jetzt soll ich ihr zerficktes Kleid... Entschuldigung! So, wo ist die jetzt hier? Da, schläfst du schon? Nein. Eine junge Dame namens Radomila hat mich darum gebeten, dir dieses Kleid zum Flicken zu bringen. Schon wieder? Zeig mir mal diese Lumpen. Dieser Gestank, meine Güte. Wann fängt dieses Mädchen bloß wirklich an, sich wie eine junge Dame zu benehmen? Sie ist so leichtsinnig und sorglos. Jeden Moment wird sie sich wieder verletzen. Aber das wollen wir nicht hoffen, oder? Komm später wieder, mein Lieber. Ich kümmere mich darum. Sprich mit Radomila. Okay. Ich dachte, da steht wieder, warte auf die nächste Jahreszeit. Ich flipp aus! So, jetzt pennt die oder was? Wo ist die? Da. Aufwachen. Hallo, diese Kleidung ist jetzt in guten Händen. Natürlich ist sie das. Sie ist eine Meisternäherin. Leider ist das alles an Fähigkeiten, die das Schicksal ihr mitgegeben hat. Aber zurück an die Arbeit. Ich brauche 8 Vasen für die Blumen, die ich gepflückt habe. Ein Ausflug in die Stadt kommt für mich nicht in Frage. Ich habe versprochen, für eine Weile nicht so weit wegzugehen. Außerdem habe ich hier noch mehr zu erledigen. Hä? Oh, und 4 Honigwaben brauche ich auch. Niluba fängt immer wieder wegen meinem Geruch an. Also werde ich jetzt von Kopf bis Fuß süß und blumig. Warte, könnte das zu viel Ungeziefer anlocken? Egal, darüber mache ich mir später Gedanken. Das Wichtigste ist jetzt, dass du alles Nötige besorgst. Ist das alles? Vielleicht noch ein passendes, stolzes Ross? Digga, mach dich nicht über mich lustig. Willst du, dass ich meine Wahlsteine benutze oder nicht? Je eher, Alter, du dich auf dem Weg machst, umso eher sind wir fertig. Ach, und übrigens, hör auf dem Rückweg
mein Kleid bei der Näherin ab. Das wäre dann alles. Gute Reise. Wieso kommt es mir so vor, als wäre mir das Dorf wichtiger als den Leuten, die hier leben? Ist so. Ist so. Das ist ja wohl die frechste Questgeberin, die jemals... Mir ist sowas von egal. Lass diese Quest jetzt erstmal liegen. Mir egal, ob die ihr Scheiß kriegt oder nicht. Wir müssen nach Hause, wir müssen schlafen und morgen kaufen wir Kühe. Vielleicht finden wir noch jemanden Kompetenten, der auf die Kühe aufpasst. Bin wir vielleicht hier noch? Haben wir noch Reputation für den Scheiß? So, guck mal. Perfekter Typ. Sie ist auch gut, aber er ist besser. 27, ist mir egal. Ich mache gerade eine Siedlung, willst du dabei sein? Klar. Geil. So. Wo ist er? Einfaches Haus, da lebt sie. Sie ist auch 27. Ja, nee, er ist 27. Warte mal. Wir gucken gleich mal, wie alt sie ist. Nicht, dass sie keine Kinder kriegen können. Dann flipp ich aus. So. Häuser. So, sie ist 22. Das heißt, die haben 5 Jahre Unterschied. Ja, sollte passen. Das sollte noch passen. Geronimo! Nein! Geht's dir gut, Pferd? Alter, ich hab kurz gedacht, jetzt war's das. Alter, der hat bloß noch ein Drittel Leben. Oh mein Gott, ich muss jetzt aufpassen. Ich kann das Pferd nicht mehr so abrocken. Es geht nicht mehr. Es geht nicht, weil wisst ihr, wie teuer ein Pferd ist? Es ist so, als wenn ich mit einem sehr teuren Auto sehr schnell und sehr rücksichtslos fahren würde. Jetzt reiten wir dahin, wo es Kühe gibt. Aber vorsichtig. Pferd ist nämlich teurer als eine Kuh. Es sieht einfach wunderschön aus, wenn man hier reinreitet, ne? Im Frühjahr sind die Kirschblüten wirklich geil. Guckt's euch doch mal an, ist doch geil. So, wo ist hier der Kuhhändler? Ich hab Geld und hab Bock, mir Kühe zu kaufen. Gib mir was. Es gibt noch braune Kühe, ne? Werd hier mit der Glocke begrüßt. Toll. Also die Kühe kaufe ich schon mal nicht, die sind kaputt. Guckt euch das an. Was soll ich mit kaputten Kühen? So. Einmal ein Stier. Männlich, den brauche ich. So, dann nehme ich hier noch eine Kuh. Noch eine Kuh. Und dann kaufe ich die restlichen Kälbchen auf. Die sind nämlich nicht ganz toll. So. Das sollte vorerst reichen, um eine kleine Population aufzubauen. Und ich guck mal gleich, die müssten ja wieder Kohle haben, die Händler, ob ich mein Mehl loswerden kann. Übrigens brauche ich auch noch hier Hopfen,
und so. Ach, die haben gar kein Geld mehr. Ach so, dann muss ich bis zur nächsten Jahreszeit warten. Dann kaufe ich dir erstmal die Hopfensetzlinge ab. Und dann gib mir mein Geld wieder. Dann nehme ich noch Platz auf dem Hopfenfeld, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Damit es auch so aussieht wie hier. Ich weiß gar nicht mehr, wann wird Hopfen geerntet? Wann hatten wir den geerntet? Ich glaube im Herbst oder im Sommer. Gleich nochmal gucken. Warum sind die Kühe noch nicht draußen? Wollen nicht. Aber gibt es hier schon einen Kuhhirten? Wo ist der? Bist du das? An die Arbeit, mein Freund. Ja, wir haben jetzt 3 Kälbchen, 2 Kühe und einen Bullen. Schön. Futter ist auch da. Ich guck mal ganz schnell, wie viel Tierfutter wir noch haben. Nicht, dass wir jetzt im Bedrängnis kommen, weil die werden wahrscheinlich eine Menge fressen. Tierfutter. Haben wir noch 130 easy peasy oder was? Oder wie oder wer? Würde ich sagen. Mehr sind wir tatsächlich nicht losgeworden. Müssten wir jetzt in ein anderes Dorf noch reiten. Habe ich aber keinen Bock drauf. Heben wir uns noch auf. Denn wir stehen ja finanziell eigentlich ganz gut da. Ich guck mal ganz kurz nochmal in die Verwaltung rein. Haben wir wieder Leute, die arbeitslos sind? Nö. Aber wir haben sehr viele Kinder. Haben wir wieder Gebäude, die nicht besetzt sind? Gucken wir uns gleich mal die wichtigsten an. So, Gabelschuppen 2 von 2, 2 von 2, Holzschuppen 2 von 2, 2 von 2. Easy peasy. Der ist 0 von 2, aber das ist auch der, der in der Stadt ist. Der eigentlich nur für mich da ist zum Bretter machen Feuerholz, so rum. Kräuterhütte ist nicht besetzt, wie immer. Fischerhütte ist jemand drin. Jagdhütte 2 von 4. Ja, das ist auch wie immer. Feldschuppen 4 von 4. Da haben wir jetzt einen mehr als sonst. 2 von 4 in der Scheune. Schön, Hühnerstall. Alle Ställe sind besetzt. Küche ist besetzt, Näherei ist besetzt, Schmiede ist mit 2 besetzt. Schön. Wir haben alles besetzt. Wir können nochmal kurz bei den Tieren reingucken. Wie sieht es bei den Hühnern aus? Hennen, Hennen, Hennen. Legen Eier, Hahn ist da. Sehr gut. Schweine sind auch plus 4. Ferkel kam raus. Sehr schön. Schafe haben wir sowieso einen Überblick verloren. Rinder haben wir jetzt 6. Toll. Pferde haben wir 4. Auch nichts Neues dazugekommen. So, Mine haben wir jetzt. Bauhütte fehlen uns dann noch die Punkte, ja. Steinmäuerchen können wir jetzt machen mit der Mine. Das ist gut. Das ist sehr gut. Kaufe ich aber mal noch nicht. Wir haben noch keinen Anwendungsfall, wo wir jetzt wirklich eine Steinmauer bräuchten. Werde ich mir auch überlegen, wo. Aber bis jetzt brauchen wir die noch nicht. Was hier jetzt mit den Kühen? Ich dachte, ich kann mein Privatzoo hier mal begutachten. Die kommen einfach nicht raus, ne? Die wollen nicht. Die wollen einfach nicht. Ich mache mal eine kleine Kaki-Runde. Da verspreche ich mir auch viel bei den Kühen, aber wir sehen uns gleich wieder. Alter, hier bei den Schafen ist schon ein bisschen Verwirrung angesagt, ne? Auch die Soundkulisse, ich mag das. Ich finde das gut. Muss das nicht immer haben, darum wohne ich da hinten und nicht hier. Zwei Typen, wenn die nach Hause kommen, dann werden die wahrscheinlich auch für ihre Frauen erstmal was vormähen.
Nee. Wir haben aber auch wirklich genug Dünger. Also jetzt mit den zwei Leuten, die hier drin arbeiten, haben wir wirklich echt viel Dünger. Jetzt machen wir nochmal 100 Dünger oben drauf, auf die 300 irgendwas. Zack, wir haben jetzt 485, fast 500 Dünger. Nice. Hier ist aber auch wirklich alles gemacht, ne? Also wir können getrost in den Sommer gehen. Hier ist alles ausgesät, alles vorbereitet. Sehr gut. Weizen wächst auch. Nee, doch, ich finde da, der Kuhstall, der ist gut an der Stelle. Wenn jetzt die Kühe noch rauskommen würden, ja, trau dich raus. Trauen Sie sich raus, Frau Kuh. Achso, wir können ja noch einstellen, was hier gemacht werden soll. Wie viel Eimer mit Milch würden wir da rauskriegen, wenn wir jetzt auf 100% gehen? Ich mach gleich nochmal Eimer. 1,2 Eimer mit Milch. Okay. Dann würde ich sagen, mache ich nochmal Eimer. Damit wir mehr haben als nur die Wassereimer. Und dann machen wir Milch. Was brauche ich für Eimer? Ich brauche, glaube ich, heute Stämme, ne? Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Schon seit Ewigkeiten keine Eimer mehr gemacht. Eimer brauchen wir Bretter für. Ach so. Na gut, dann machen wir Bretter draus. Ist ja gar kein Problem. So, 46 Eimer. Stellt euch vor, ich müsste das alles per Hand machen. Also, also es dauert denn auch, ne, seine Zeit. Wenn ich das nicht eingestellt hätte, dass wir schnell craften können, wäre das hier unmöglich für ein YouTube-Projekt, für so Videos zu schneiden. Also das wäre krass. Da kann ich ja eine Viertelstunde weggehen hier. Auf Toilette oder so. So, gibt's hier eine Kohlsuppe für mich? Gibt's nicht. Gibt's hier irgendwas zu essen? Trockenes Fischfilet. Warum gibt's hier keine Kohlsuppen? Wir haben Kohl, wir haben Fleisch. Wir haben echt viele Zwiebeln. Wir brauchen wieder Kohl, ne? Können wir aus Zwiebeln und Dings, können wir da nicht auch irgendwas machen? Lass mich mal ganz kurz gucken. Wir können Eintopf machen, aber irgendwie gab es doch noch was mit Zwiebeln. Fleisch mit Soße, ne? Gebratenes Fleisch und Zwiebeln. Wenn wir jetzt sagen, in der Verwaltung der Küche... Wo ist die Küche? Hier. Alter, 100% Kohlsuppe. Nee. Nee, bestimmt nicht. Mach mal 30% Kohlsuppe. Dann, was ist das für gebratenes Fleisch? Achso, aus normalem Fleisch, ja. Mach mal... ...30% das. Und dann wollen wir Fleisch mit Soße machen, ne? Gesperrt. Warum gesperrt? Warum ist Fleisch mit Soße gesperrt? Weil wir das Schema noch nicht gekauft haben. Okay, dann machen wir das doch mal.
Machen wir die Küche jetzt? Da. So, ich möchte Fleisch mit Soße machen. Dazu brauchen wir auch Holzteller, ne? Okay. Dann mache ich ein paar Holzteller. Ich denke, dazu brauche ich Holzstämme. Macht ja nur Sinn. Weil aus Stöcken kann ich ja keinen Holzteller machen. Ich freue mich, wenn wir hier Marktstände hinbauen können, ne? Können wir das eigentlich schon? Haben wir das schon freigeschaltet? Nein, haben wir noch nicht, ne? Ne, wir schalten erstmal Küche 2 demnächst frei. Das ist gut, dann müssen wir die nicht mehr so oft reparieren. Und wir können Brot backen. Endlich! Oh, ich glaube, dann werde ich ein paar mehr in die Küche einstellen. So, Holzteller kaufen wir uns auch mal Schemata. Nein, ich will nicht einen Holzteller herstellen. Ich will viele Holzteller herstellen. So, einfach 280 Holzteller. Ja, easy peasy. So, dann macht mal bitte Fleisch mit Soße. Dankeschön. Wie viel können wir hier eigentlich einstellen in der Küche? Nur einen, ne? Ja. Ja, wir brauchen Küche 2. Produktionstechnik brauchen wir da, ne? Es fehlen nicht mehr viele Punkte. Also, jetzt werden wir diese Folge höchstwahrscheinlich noch freischalten können. Vielleicht kann ich einfach ein bisschen Kupfer schmelzen, um das zu machen. Wisst ihr, was ich meine? Damit wir Produktionstechnik ein bisschen leveln können, schmelze ich jetzt ein paar Kupferbarren. Mädels, geht mal bitte weg hier. Geh mal bitte. Geh. Ist auch super, dass in meiner Schmiede zwei Frauen arbeiten. Diversität auf 3000%. Die können das genauso gut wie Männer. Die können das einfach genauso gut. Ich mach die Kupferbarren mal ins normale Lager rein. Aber hat das jetzt was gebracht? Nicht viel. Mach das jetzt einfach nochmal. Aber die normalen Arbeiten jetzt hier in der Küche und was die beiden jetzt hier machen, das levelt ja auch recht schnell. Darf ich jetzt hier was essen? Haben wir wieder was? Nichts da. Ich brate mir mal die 19 Fleisch hier. Endlich sind die Kühe mal draußen. Schön. Ja, die machen auch wirklich viel Mist. Das ist gut. Guckt euch den an, den Bullen hier. Schön. Wenn der schlecht gelaunt ist, dann würde ich hier nicht ungern drin sein. Der passt bestimmt schön auf seine Kälbchen auf. Stellen wir aus dem Wollgarn noch Wollstoff her. Vielleicht hilft mir das auch ein bisschen. Bei meinen Technologiepunkten. Gerne die Küche 2 noch bauen. Nur schnell. 87. Ah, okay. Vielleicht wird es dann auch erst im nächsten Video was. Stimmt. Haben wir irgendwie... Flachs haben wir nicht geerntet. Noch nicht.
Alpha Con. Ich dachte, wir können was dreschen, aber nee. Noch nicht. So, naja, hier mit dem schönen Kühen im Hintergrund würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dieser Folge Mad Eagle Dynasty. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, vergesst auf jeden Fall das Abo nicht. Den Like unter das Video und vielleicht schreibt ihr auch einen Kommentar. Es würde mich sehr freuen und den Algorithmus auch. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche und ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.